Weiter geht's mit London 2012, mittlerweile Tag 10. Hey Benjamin! Ich bin deprimiert, hallo Sascha. Ja, es wundert mich, dass du auch noch sprechen kannst, denn wir müssen sagen, der Stand mittlerweile 17 zu 10 bei unserem Gesamtstand für mich. Ja, aber gut, du bescheißt ja hier komplett und kriegst irgendwie zwei Möglichkeiten. Du darfst... jetzt fällt mir Leute so mit Schwimmkiemen antreten lassen, ne? Genau, das war's. Dem müsste man eigentlich jetzt schon 4 oder 5 oder am besten 8 Goldmedaillen streichen. Mhm. Ja, starte das Spiel doch mal, damit ich heute mal mein 20 zu 10 machen kann. Ach ja, es wird noch ein spannender Wettkampf vielleicht, wenn Benjamin endlich mal aus dem Arsch kommt. Ich bin mir doch nicht so ganz sicher. Danke, ich mir auch nicht. So, 3 Meter Kunstspringen der Herren, das wird natürlich... Ja, ist nicht so gerade die Sportart, für die man nachts aufsteht, ne? Nee, wenn es die Damen wären, selbst dann nicht. Aber, ne, vielleicht wird es ja ganz interessant. Genau, genau. Bei mir tritt an Hayata Yamato. Samuel Blake. Ja, wir müssen einfach sagen, du hast die cooleren Namen. Samuel L. Blake Jackson. Sieht auch ziemlich so aus. Ja, gut, ich wähle jetzt mal aus. Ja, starten wir mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Und ab geht er. Bauchplatscher. Ich sag's nicht gerne, aber der war schön. Ich hab so ein Gefühl, es könnten 10 Nuller sein. Das ist doch gut. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Spiel. Naja, ein 10 Nuller. Oh! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der sah eigentlich für mich ziemlich gut aus, weil der Schwierigkeitsgrad war auch hoch. Reicht aber, um vor dir zu bleiben. Ja, das ist aber auch kein Wunder. Ja, ist kein Kunststück an der Stelle. Mr. 17 zu 10, also da musst du jetzt mal anfangen, hier die Favoritenrolle auf dich zu nehmen. Genau, die spiele ich auch gerne. So, gut, dann nehmen wir mal was ein bisschen Einfaches. Ja, der könnte eigentlich ganz gut gewesen sein. Ah, er jubelt zumindest, der gute Samuel. Ja, es macht meine auch, obwohl er ein bisschen übersteuert hat. Ja, zumindest Japan gibt mir 9,5, aber die bleiben am Ende ja eh nicht stehen. Ja, ist natürlich auch schön, dass Japan sich hier selbst bewertet. Ja, beschiss, hoch 10. Ja, und du liegst mal ganze 35 Punkte vorne nach diesem Sprung. Glücklich, weil das hätte auch gut und gerne eine Arschbombe werden können, was der gerade gemacht hat. Gut, dann muss ich hier jetzt mal wieder ein bisschen auf die Kacke hauen. Nehmen wir mal ein 3,5 mal Auerbach gehockt. Ja gut. Ah, verflucht. Letzte Position. Oh, naja, die Füße waren nicht ganz so perfekt. Aber er jubelt wieder. Das war eben schon mal ein gutes Zeichen. Ich muss sagen, Australien scheint eher gekauft zu sein. Die geben eine 6-0 bei mir, während der Rest nur eine 2-0 gibt. Und eine 6-0 als Gesamtwertung. Du bist mal eben so 113 Punkte vorne. Ja, das sollte ja wohl machbar sein, hoffe ich. Ja, das heißt, jetzt muss ich 5-Sterne-Wertung jedes Mal wählen. Wenn ich dies jetzt nicht gibt. Ja, das Problem ist dieses Drehen am Ende. Also das... Wählen der Position ist gar nicht mal so schwer, also diese Tasten rein, aber dieses Drehen am Ende, das macht mich so ein bisschen fertig. Ja, nicht nur dich. Also das habe ich bis jetzt noch nicht drauf. Irgendwie habe ich bei den Sprüngen immer so Glück, dass es kurz vor dem Wasser endet. Das dann eh in der Position bis wo du hin willst. Genau. Ja, ja, bei mir ist Frankreich gekauft, die verkacken bei mir immer mit den Wertungen. Das ist eine Unverschämtheit. Man sieht aber auch, ich hole gerade auch nicht auf, obwohl ich hier schon den höchsten Schwierigkeitsgrad wähle. Hey, ja, da kann ich ja runtergehen. Ganz, ganz, mach ich 2,1. Nein. Ja, grundsätzlich kannst du es tun. Lass ich aber. Ich weiß, dass das in die Hose gehen kann. Oh, der war aber schön. Der könnte was sein. Er jubelt. Er macht hier den Shaky Shaky. Ich hatte die Richtung schon drauf und hab's dann doch verbockt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sind die Japaner so irgendwie völlig unjapanisch. Wieso? Sehen sie nicht aus wie Baumstämme? Nee, aber sie freuen sich zu sehr. Ach so. Ich würde eher so erwarten, dass sie rauskommen und eine 10-0 abliefern und dann einfach sich nur verbeugen und gut ist. Thank you, thank you, thank you, thank you.
So, ja, ich glaube, das ist hier auch mit einem perfekten Sprung nicht mehr zu machen, aber ich will den Leuten hier wenigstens nochmal eine schöne Schraube präsentieren. Das finde ich prima von dir. Ich wähle einfach und denke mir nichts dabei. Oh, der war aber richtig schön. Also ich glaube, das war ein schöner Endpunkt hier für mich, auch wenn... Achtung, jetzt kriegst du wahrscheinlich 200 Punkte durch Japan. Ja, eine 8-0, 8-5. Ja, leider nicht perfekt an der Stelle. 88,8. Ja. Wenn man meine letzten beiden Sprünge ansieht, wo ich deutlich besser war als du mit einer hohen Schwierigkeitsgrad, aber es reicht natürlich nicht, dadurch durch meine 6-0. Ich konnte mir das durch den zweiten und den dritten Versuch bei dir einfach sparen, jetzt noch groß auf... ja, auf 5-Sterne-Wertung zu gehen. Ja, du konntest den sicheren Weg natürlich gehen. Ja. Damit steht es 17 zu 11. Ja, und damit schaffst du schon mal nicht deinen 18 zu 10 oder 20 zu 10 oder was du machen wolltest. Ja, ich wollte eigentlich einen 20 zu 10 machen. Ja, dann muss ich meine Ziele wieder realistisch einsetzen und es wird halt heute 19 zu 11. Ich wusste, dass das jetzt kommen wird. Immerhin ist ja auch jetzt deine Paradedisziplin dran. Was haben wir? Swimming. Ach, Schwimmen. Herren oder Damen? Damen. Ja, ich weiß nicht, Ishikawa hat sich beim letzten Mal... verletzt. Verletzt, nachdem du mit dem Taser im Wasser um dich getreten hast. Das war doch dein Kollege. Ja, wir sehen die beiden hier. Die beiden bezaubernden Damen, die eine aus Jamaika, die andere aus Japan. Ich könnte gar nicht mehr gegenüberstellend sein. Genau. Siehst du, die jubelt auch viel zu sehr für eine Japanerin. Ja, die guckt doch voll nett. Voll freundlich. Das geht so nicht. Also nee. Nicht, dass wir sagen wollen, dass Japanerinnen nicht freundlich gucken. Aber irgendwie ist es untypisch. Das ist wahr. Ja, ich bin Position 2, aber ich komme gerade gut im Tritt. Müsste ich eigentlich gleich kriegen. Ist das 50 Meter oder was ist das? Das müssten 50 Meter sein. Damit. Ja, gut. Wenn ich hier nicht gerade komplett abgekackt wäre in den letzten paar Metern. Puh, ich habe schon Angst bekommen, weil ich diese Linie gesehen habe und dachte schon, das bist du. Puh. Naja, das eine ist die olympische Linie, das andere ist, glaube ich, die Weltmeister-Dings da, so Weltrekord. Ja, aber ich dachte, das wäre erst deine. Ja, ich habe es leider auf den letzten paar Metern, bin ich aus dem Tritt gekommen. Also, ich muss doch wieder sagen, Ishikawa, ich kann sie nicht mehr antreten. Also, ich kann es einfach nicht verantworten, dass diese Frau für Japan weiterhin antritt. Die scheint irgendwie von Jamaika bestochen zu sein. Ja, von Samantha Cray, die für mich angetreten ist, die jetzt nicht grau, sondern gold ist. Muhaha, was ein Wortspiel. Ja, das heißt zwei Siege heute für dich. Das heißt, wir haben jetzt 17 zu 12. Du kommst also wieder ein bisschen ran. Aber wir hatten das schon mal, dass du dich, ich glaube, vor einigen Tagen wieder ein bisschen rangekämpft hast und dann marschierte ich wieder davon. Ja, zu Beginn war das ja noch relativ ausgeglichen, das Ganze. Aber ja, mittlerweile dominierst du dann doch schon relativ... offensichtlich. Ja, schau mal, wie es jetzt aussieht. Hochsprung der Herren, hast du mich beim letzten Mal ziemlich in die Schranken gewesen? Hab ich, waren das nicht die Damen? Das waren die Damen, ja natürlich, Herren treten ja nicht zweimal an, aber Hochsprung war es. Ja, wollen wir es so machen wie beim letzten Mal, dass wir uns Höhen sagen oder wollen wir einfach springen? Ach komm, wir sagen so uns. Also die ersten drei sagen wir uns wieder und die restlichen... Jawohl. Gut, starten wir mit 1,70 direkt. Jo, Randall Smith heißt er bei mir. Ich finde meinen Namen gerade nicht. Egal, ich lauf mal los. Hachikuli Nikitara. Oder so, wahrscheinlich. Ja, also, auch mein Springer ist größer als die Latte. Ich glaube, bei mir ist das Tiyoshi Yoshida. Sollte eigentlich hier sein. Ja, schöner Sprung. Oh, der geht, aber da ist noch massig Luft. Ich glaube fast, da könnte ich die 2,04 Meter schaffen diesmal, die mich beim letzten Mal ja auch geschafft habe, während du 2,6 gesprungen bist. Nachdem du das mit einer Frau schaffst, würde ich schon sagen, dass du es mit dem Mann jetzt auch hinbekommst. Ja, sollen wir sagen 1,90 direkt? Ja, komm. Gut. Und los geht's. Ups. Ja, das ist zu langsam. Das war klar, dass nichts wird. Der hat eine andere Laufanimation. Das ist nicht so gut. Ich schaue es mir gerade mal an. Das Problem ist, die Kamera ist in der Wiederholung ein Stück zu hoch. Dadurch siehst du nie, wie der Arsch, ob der Weg über die Latze geht. Also bei mir hat er es geschafft. Sehr schön. Mir wird schon wieder die Zeit angezeigt. Ja, jetzt hat er es auch. Bei mir ging Arsch über Latte.
Da ist sogar, über Bord. Da ist sogar so viel Platz bei mir noch, dass ich mir relativ sicher bin, dass ich... letzter Sprung, den wir ansagen, 2 Meter. Jo. Okay. Oh, 2,45 ist bei den Männern sogar Weltrekord. Also eigentlich... Da ist noch was nach oben. Oh, ja, wenn ich nicht hängen geblieben wäre. Boah. Also die Laufanimation ist hier ganz anders. Ich kann nicht erahnen, wann der überhaupt losspringen will. Ja, aber eigentlich muss ich ja nur an diesem weißen Strich am Boden orientieren. Das reicht in der Regel schon. Na, ich schaue eher auf die Animation des Springers. Ich bin auf jeden Fall über die 2 Meter drüber. Ja, ich jetzt auch. Das ist gut. Und ich sehe hier neue persönliche Bestleistung für mich. Bei mir auch. Ich glaube, liegt daran, dass ich bisher nur mit Frauen an der Stange unterwegs war. Fühlt sich einfach natürlicher an. Ja, ja, ja. Kennt man von daheim. Gut, jetzt haben wir noch 3 Sprünge und da behalten wir es wieder für uns, welche Höhe wir wählen. Mhm. Kennt man von daheim, hast du gesagt? Ich weiß ja nicht, was bei dir zu Hause abläuft, während du ja schon mit Quark eingeschmiert wirst. Kenn ich von daheim. Und ich hab's verbockt. Ist doch super. Dito, wir können ja gerne mal sagen, was wir gewählt haben. 2,08 Meter. 2,32 Meter. Du machst keine Gefangenen, ich merke das schon. Ich merke gerade, es könnte natürlich ein Fehler sein, dir das jetzt zu sagen, weil du natürlich... Oh, da komme ich nicht mal ansatzweise drüber, weil du jetzt im Grunde genommen eine niedrigere Höhe wählen kannst direkt und damit schon durchkommst. Aber, ich habe 3-mal gerissen, also von daher... Oh, ich bin jetzt erst im 3. Sprung. Aber ich habe ja jetzt noch 5 und 6, was ja irgendwie ganz komisch ist. Ah, ich habe es nicht geschafft, 3-mal... Ja, das ist normal. Wie war beim letzten Mal ja auch so, dass wir dann nochmal springen durften. Ja, da beim Spiel ist das normal, aber ich glaube normalerweise, wenn du die Höhe 3-mal nicht schaffst, dann bist du eh raus. Das auf jeden Fall. So, wir haben beide 2 Meter geschafft. Das Problem ist, du kannst ja jetzt bei deiner Höhe bleiben. Ich muss bei 2,32 bleiben und versuchen, die zu schaffen. Ja, du darfst der größte, kleinste Riese Japans werden. Ja, und komm hier einfach nicht drüber. Also mit den Frauen war das einfacher. Ja, da war die Höhe auch nicht so hoch. Nee. Aber die Männer sind natürlich auch ein ganz Stück größer. Wobei ich mich echt frage, wo die so viele große Kerle in Japan herkriegen. Alle importiert. Und woher? Oh ja, ich hab's geschafft. 2,32. Das ist so unfassbar. Ja, dann habe ich's ja schon verloren eigentlich. Ja, du hast ja noch einen Versuch. So, dein 6. Oder bist du schon mit 6. fertig? Nee, ich muss ja immer auf dich warten. Ja, 2,32. Jetzt greife ich mal nach den Sternen und sag mal, ich gehe jetzt mal den olympischen Rekord an. 2,40. Oh, das springt da unter der Latte. Ja, das war nicht so geplant. Ich guck's mir nochmal an. Das ist so, und direkt unten durch und mit dem Arm die Latte runtergeholt. Ganz clever. So, letzter Versuch für mich. Also das sieht sehr, 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 sehr schlecht aus bei mir. Ja, bei mir sieht es gerade auch nicht gut aus, ja, aber... das war's. Gut, dann habe ich noch meinen letzten Versuch. Dann springe ich mal die Wiederholung. Überspringst du mal Wiederholung? Du bist mal so schnell. Nö, eigentlich lasse ich durchlaufen. Ja, das war's. Nochmal drunter gesprungen, aber 2,32... sollte mir dann ja eigentlich den Sieg bringen. Unfassbar. Mit Frauen komme ich höher als mit Männern. Also entweder ist die eindeutig sportlicher gewesen als der Kollege jetzt gerade oder... Ach, ich weiß es nicht. Du bist ja eh gedopt. Ja, natürlich. Aber man muss an der Stelle sagen, du hast heute 2 Disziplinen geholt. Was nicht langt. Was nicht langt, denn es steht jetzt 18-12 im Gesamtstand. Aber es kommen ja noch eine Menge Disziplinen. Du kannst das Ding immer noch drehen. Wir werden ja auch am Ende noch eine Champions Round haben, quasi, wo jeder von uns 2 seiner Lieblingsdisziplinen wählen kann, die nochmal 4 seiner Lieblingsdisziplinen wählen können, nochmal reinkommen in den Pot. Also da ist noch alles drin. Ja, oder auch nicht. Je nachdem. Mal gucken. Ja, gegen ja. Dich weiß ich nicht, was ich wählen soll. Du kriegst scheinbar alles hin. Ja, du bist der Stefan Raab des London 2012. Stell dein Licht ruhig unter den Scheffel. Ja, mache ich. Gut. Und es funktioniert nicht. Bis zum nächsten Mal.